Willkommen zu einer neuen Folge von Die Lara sucht Arbeit. Die Lara ist ein 18-jähriges Mädchen und ist auf der Suche nach einer Arbeit. Hallo, ich bin's wieder, die Lara, bin 18 Jahre alt und suche einen Job. Das heißt, dass du noch immer keinen Job hast, oder? Ey, du verrückter Steinesammler. Hätte ich einen Job, dann wäre ich nicht bei eurer beschissenen Sendung. In dieser Folge versucht die Lara, sich als Lehrerin zu bewerben. Wir wünschen ihr viel Glück. Die Lara sucht Arbeit. Hallo? Da bist du ja falsch. Die Sporthalle für die Asi-Schüler ist eine Tür weiter. Lan, ich bin kein Schüler. Ich will mich hier bewerben. Was für Asi-Schüler, Lan? Ah, es tut mir leid. Wollten Sie sich als Putzfrau für die Jungstoilette bewerben? Hör mal zu, du Schnöselgurke, der in der Einhorn-Galaxie geboren ist. Ich will hier Lehrerin werden? Was verstehst du daran nicht? Ja, okay, ist gut. Na los, stellen Sie mir schon die typischen Fragen. Wie alt bist du? 18 Jahre, aber wenn ich Shisha-Bar gehe, dann bin ich 21 Jahre alt. Okay, können Sie mit Kindern gut umgehen? Ich liebe Kinder, also ja. Waren Sie früher gut in der Schule? Ich? Ich war die beste Schülerin hier auf dieser ganzen weiten Welt des Universums, des Apaches und wir rollen nachts, der Himmel schimmert bläulich und der Apachianius. Na gut, Sie haben den Job. Die Lara sucht Arbeit. Yo, 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 ihr kleinen Hosenscheißer, die Brille, die brauche ich nicht, aber da wirklich ein bisschen schlauer, ne? So, Schüler, ich stell mich mal vor, ich bin die Lara und bin eine Bad Bitch und daran merkt man auch, dass ich ein Fan von Shirin David bin. Ich stehe auf Jungs, die einen vollen Bart haben, also ihr kleinen Gürkchen, ihr kommt leider nicht in Frage, ja. Genug von mir, geilen Soll, jetzt will ich euch kennenlernen, aber... Wir machen es ein wenig lustiger. Oh damn, ich bin jetzt schwanger geworden. Nein, Spaß, das ist nur ein Ball. So, Schüler, ich werfe den Ball und der den Ball fängt, der stellt sich dann vor, okay? Oh, hoppala, das war unabsichtlich. Das war definitiv mit Absicht. Ich hasse Kinder. Warte, davor hast du aber was anderes gesagt. Okay, können Sie mit Kindern gut umgehen? Ich liebe Kinder, also ja. Wir machen einfach mit der Sendung weiter, okay? Ja. Ja. Also, ich heiße Hans-Peter Müller und... Warte, stopp. Der Name ist mir schon viel zu lang. Hans-Peter Müller. Welcher Krüppel heißt denn bitte so? Such dir einen von diesen drei komischen Namen aus und so nennen wir dich dann. Ja, dann nennen Sie mich einfach Hans, bitte. Okay, Peter, gib den Ball bitte an den Nächsten weiter. Ich bin Mehmet. Oh, Türke? Ja. Oh, merhaba nasılsın. Stopp, wir dürfen in der Schule nicht Türkisch sprechen. Ah, no, no, sikim. Du verkaufst ein ganzes Land? Du verkaufst ein ganzes Land? Als ich das gehört habe, war ich mehr als schockiert. Lan, ey, ist Türke und will nicht Türkisch sprechen? Ich werde seinen türkischen Vater anrufen und sagen, dass er Mädchen in der Schule nervt. Nervt er wirklich Mädchen in der Schule? Nein, aber ich werde es trotzdem sagen. Schüler, ab heute dürft ihr den Mehmet anspucken. Das ist wirklich gar kein Problem. Und Mehmet, du? Gib den Ball weiter. Babanasikim. Ananasikim. Ehrenloser. Hoppala, ich kann nicht fangen nochmal. Also, mein Name ist Fabienne. Du schaust aus wie eine Zicke. Fabienne. Die Lara sucht Arbeit. So, wir machen jetzt Mathe. Mann, ich hasse Mathe. Ich auch. Was ist 5 plus 5? Die Antwort ist eindeutig 10. Also Peter, du sagst, dass 5 plus 5 gleich 10 ist. Also... Ja, ist richtig. Ich habe nur kurz überlegt, aber ist richtig, ja. Mussten Sie wirklich überlegen oder haben Sie heimlich den Taschenrechner verwendet? Du kleine, vergammelte, vermatschte deutsche Kartoffel, du. Sagen Sie mir, was ist 8 plus 8? 49? Falsch! Wie dumm sind Sie bitte? Waren Sie früher gut in der Schule? Ich? Ich war die beste Schülerin hier auf dieser ganzen weiten Welt des Universums. Er hat gefragt, ob ich früher gut in der Schule war. Ja, früher war ich gut. Heute nicht so gut. Nächstes Mal muss halt genauer fragen. Die Lara sucht Arbeit. Wer von euch kann mir den Artikel von Döner nennen? Der Döner? Richtig, und was ist die Mehrzahl? Die Döners? Nee, ich glaube die Döner. Falsch, das war eine Fanfrage. Es heißt die Döner. Es bleibt gleich. Die Döner. Wisst ihr auch wieso? Nee, wieso denn? Ja, ich weiß es auch nicht. Vielleicht wüsstet ihr das. Die Lara sucht Arbeit. Frau Die Lara, kann ich bitte aufs Klo? Ob du kannst, weiß ich nicht. Auf diesen Moment habe ich schon mein ganzes Leben lang gewartet. Ich wollte das schon immer mal sagen. Darf ich jetzt oder nicht? Die Pause kommt gleich, warte noch ein wenig. Ich mache mir gleich in die Hosen, ich muss dringend, bitte. Warte, was? Du machst dir gleich in die Hosen? Ey, warte, filmen Sie mich gerade? Nee, ich habe nur ein Bild gemacht. Jetzt filme ich. Die Lara sucht Arbeit. Ohlala, was sehe ich da? Ein verliebtes Ehepaar. Ich habe sie nur nach einem Stift gefragt. Ja, und mit dem Stift wolltest du gerade euren Ehevertrag unterschreiben, oder? Ohlala, was sehe ich da? Ein verliebtes Ehepaar. Das ist wirklich sehr kindisch von Ihnen. Oh ja, es tut mir leid, der Mehmet ist ja erwachsen geworden und heiratet Fabienne, ja? Warte mal.
Du heiratest Fabienne? Sie ist doch keine Türkin! Was reden Sie? Ich heirate nicht einmal! Ananasikim! Babanasikim! Die Lara sucht Arbeit. So, ihr kleinen Schweine, ihr habt jetzt Pause und verpisst euch bitte aus meiner Klasse. Ich will hier meine Ruhe haben. Dankeschön. Entschuldigung, Herr Direktor, dürfte ich bitte kurz stören? Ja, was gibt's? Diese neue Lehrerin, Frau Dilara, ist gar nicht nett. Sie ist frech, sie ist sehr schlecht in Mathe. Ich will sie einfach nicht mehr. Was soll man von diesem ehrenlosen Jungen erwarten? Falls du das siehst, Babanasikim, Ananasikim. Er verkauft sein ganzes Land und seine eigene Familie. Glaubt ihr, dass er mich nicht snitcht? Aber keine Sorge, ich habe mir schon was Gutes für ihn überlegt, ne? Achtung, Achtung! Frau Dilara, Sie sind gefeuert! Kein Problem, ich hatte eh keinen Bock auf diese Schule. Oh, warte, wo ist meine Geldbörse? Wo ist mein Handy? Und wo ist meine Tasche? Ja, okay, ich habe den Job verloren, aber ich werde nicht mit leeren Händen nach Hause gehen. Sein Handy werde ich verkaufen. Da ist genug Geld drin, 1000 Euro oder so. Und seine Tasche? Das werde ich ihm so zurückgeben. Scheiße. So Leute, das war's mit einer neuen Folge von Die Lara sucht Arbeit. Falls du Ehrenmann oder Ehrenfrau bis jetzt geschaut hast, dann kommentier diesen Emoji in den Kommentaren, damit ich sehen kann, welche Ehrenmann oder welche Ehrenfrau bis jetzt geschaut hat. Juhu! Ich glaube, die erste Folge von Die Lara sucht Arbeit war vor 2 Monaten und danach ist einfach nichts mehr gekommen. Er hat die ganze Zeit in den Kommentaren geschrieben, wann kommt die neue Folge von Die Lara sucht Arbeit. Falls ihr weitere Folgen sehen wollt, dann schreibt in den Kommentaren, wo sie als nächstes arbeiten soll. Keine Ahnung, Friseur, Feuerwehrmann, Polizist. Juhu! Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vergesst nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben. Abonnieren nicht vergessen. Und bye.